Hallöchen, lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Ja, wir brauchen Lehrböden für einen Auftrag und dann werden wir jetzt versuchen, hier zu farmen. Zack. Jo. Zack. Hoppala. Nee. Ups, habe ich keinen Bogen ausgelöst gehabt. Hoppala. Da unten habe ich was leuchten gesehen. Und da ist natürlich nichts. Achso, das ist zum Heimschicken für die Sachen. Das lassen wir. Ja, das brauchen wir noch nicht. Ja, wie gesagt, wir brauchen Nährböden. Ein Haufen. Nährböden. So, gleich fährt er los. Au. Ich versuche den immer zu schlagen, dass, wenn er los rollt, das bringt sie natürlich nichts. Aber ich bin halt stur, das ist halt so. So, zack. Hier geht's weiter, da wollen wir noch nicht hin. Wir schauen zuerst uns hier fertig um. Dam dam ram bam bam da dam da ra da ra dam. Zack, zack. Ich weiß, dass Nährböden nur in Kisten sein müssten, dürften. Ich werde aber trotzdem gleich hier alles durchgehen. So, zack, zack. Weil, wir haben ja gesehen, wir haben die Truhe. Sachen nach Hause zu schicken. Die werden wir natürlich ausnutzen. Zack. Hoppala. Und zack. Na? Epic Fail. Epic Fail wollte ich sagen. Ja, schau. Jetzt aber. Alter. Ich bin mit dem Bogen echt schon besser dran, glaube ich. Passt. Au, aber voll erwischt, voll. So, passt das jetzt? Unglaublich. So. Und tschüss. So, das war jetzt echt nicht schön. Und ich merke, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Na komm her. Dann halt nicht. Dann machen wir gleich so kaputt. Geht auch. So, ist hier im Busch. Ist im Busch noch was? Nö, im Busch ist nichts. Schade. Also ist noch ein Busch. Manchmal sind hier Sachen versteckt, ne? So hier Blättchen. Oh ja. Ja, das ist klar. Oh, Alter. Zack. Erstmal erledigt. Du auch. Ja. Das war nicht elegant. Zack. Was haben wir denn drinnen? Stroh und Sämlinge. Und schwupp. Yeah, ohne Damage. Da haben wir auch nichts drin. Super, da ich zu. Bin ich zu früh losgerollt. Servus und tschüss. So. Ja, machen wir den doch auch noch kaputt. Schau, da ist sogar ein Stroh drin. Wer hätte das gedacht? Ja, jetzt seid ihr beide da, ne, wo ich keine Notizen von euch brauche. Zack. Ui, Nährboden. Drei Stück, ich sag nichts mehr. Drei Stück Nährboden. Nice. Hat sich schon total gelohnt, hier sicher das anzuschauen. Und zack. Zwei Fliegen mit einem Streich. So hat man das gern. Ist da unten noch was? Nein. Gut, da können wir uns wieder schleichen. Jetzt muss ich nur noch die Truhe
Truhe finden. Ich glaube, die war hier, oder? Hui! Ja, perfekt. So. Ich hoffe, das klappt. Alles weg. Passt. Und zu Hause. Sehr gut. Jetzt können wir die... falsch, die war da drüben, genau. Also die Abteilung wechseln, genau. Räuspere, räuspere. Ich sollte mal einen Schluck trinken, glaube ich. Ist auch nichts drin. Das ist irgendwie jedes Mal, wenn ich einen Part beginne, macht der Hals nicht mit. Unfassbar. So. Jetzt müsste normalerweise noch ein Nährboden zum Glück fehlen. Also jetzt, Leute, das habe ich jetzt echt schön gemacht, oder? War das jetzt nicht schön? Zerstört den Flucheffekt. Geht kaputt. Geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Würde ich sagen, schickt man das nach Hause. Der kann eh einmal hier. Mit bei Rückkehr, wie war das? Also zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Das wollen wir nicht. Auch diese Effekte wollen wir sparen, möchte ich sparen. Für den Fall, dass wir vielleicht mal was decken müssen oder so. Fisch. Ich würde sagen, machen wir da drüben. Rück, zack. Zack. Lauter Schwarm. Dann für uns. Ram, bam, 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 ram. So. War hier unten was? Niemals. Okay. Nächster Raum. Zack. Ah, unsere Waffe gefällt mir. Mit einem Streich ist alles kaputt. Zack. Trotzdem kriege ich aufs Maul. Warum? Weil ich es kann. Was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in angezeigter Richtung. Das machen wir nicht. Zack. Und zack. Zack. Ist hier unten noch etwas? Nein. Hier sind wir fertig. Gut, können wir gehen. Ui, das wurde nicht. Da habe ich wieder zu schnell die Rolltaste gedrückt. Dann gehen wir einmal baden. Na, baden. So. Viel besser. Zack. Zack. Und nochmal. Na, zack. Jetzt haben wir dich. Du Schuft. Und du auch. Halt. Aber jetzt. Zack. Sehr, sehr gut. Haben wir hier unten etwas? Niemals. Dann geht's hier weiter. Und zwar zack. Und zack. Und zack. Und zack. So schnell ist aufgeräumt. Aha, hier haben wir wieder einen Etagenwechsel. Gibt es da unten was? Nein. Dann gehen wir da mal kurz weg. Machen wir uns hier ein bisschen gesund. Ja, ja, so ein kleines Bad zwischendurch ist schon angenehm. Zack. Und zack. Immer her mit den Sachen. Gibt's da unten was für uns? Niemals. Schwupp. Und weiter geht's. Da, die, da, da, die. Zack. Her mit den Sachen. Was haben wir hier Schönes drinnen? Zerstört den Flucheffekt. Ja, können wir uns mal trauen. Schauen mal, was der hat. Obst. Ist gut, können wir es decken. Fluch zerstört in dieser Richtung halt. Ja, schau, können wir das decken. Es ist hey, wie abgesprochen, oder? Voll cool.
So. Und zack. Boah. Und zack. Bam. Na du, Gauner. Zack. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ist hier was für uns? Niemals. Dann schauen wir da oben noch nach. Begrüße. So. Spip. Und zack. Und auch hier ist nichts. Passt. Ich weiß, es glitzert immer, aber oft übersehe ich es, wenn es glitzert. Also beim Abmuntern, was ist, da gibt es eine Stelle, da tut es ganz leicht glitzern. Dann weiß man, da sollte man hin. Hoppala, den habe ich vergessen. Da oben. Aber weil ich manchmal woanders hinschaue, oder meistens eben auf die Gegner, übersehe ich das schon mal. Und deshalb mache ich immer die Probe, da wir eh genügend Lebenspunkte haben. Au! Ich dachte, der geht hin mit einem Schlag, aber da habe ich mich getäuscht. Ich probiere mal. Okay, ich hätte den nehmen sollen. Egal. Machen wir es so, dann können wir das schon wieder stacken. Dann können wir das auch mitnehmen, passt. So. Na, ah, das ist nichts gut. Dann können wir wieder die Ebene wechseln. Wie viel haben jetzt Nährbötchen? 3, 4 erst, ne? Holla, die Waldfee, das wird knapp. Also, ich meine, wir haben noch Zeit, das schon, aber wo gehe ich denn hin? Da ist falsch, Zocki, falsch. Was wollte ich sagen? Jetzt geht uns eigentlich ein Nährboot ab. Das ist scheißlich ungut, weil dann müssen wir noch einmal zum Dungeon, nur deshalb. Nicht gut. Halt. Jetzt passt's. So, nichtsdestotrotz werden wir die nächste Ebene betreten. Hüps, hüpf. Und werden wir mal unser Zeug zurückbringen, glaube ich. Indem wir hier ein schönes Portal aufstellen. Wird nach Hause gehen. So. Da. Genau, das will ich haben. Ja, bitte. Und wir gehen hindurch. Sehr gut. So, 2 Ebenen schon geschafft, ne? Also mit einem Durchgang. Dank der Truhe, die wir gefunden haben, dass wir unser Zeug nach Hause bringen können, ist das eigentlich ganz gut gelaufen jetzt. Wir haben heute, glaube ich, keinen Auftrag. Nein, erst morgen wieder. Das passt mir super. Jetzt können wir nochmal ganz fix und flott in den Wald tanzen marschieren. Das freut mich. So, mal schauen. Ich glaube, hier oben ist unser... Ja, genau. Das, was wir abgegeben haben. War hier die Helden... Nein, hier ist die Heldentruhe. Nein, die untere. Nein, nicht die. Also, ich stecke einmal den Nährboden rein. Die wollte ich, genau. Da haben wir jetzt schon 2 von denen. Okay. Zu viel eigentlich. So, zack, zack, zack. Wir sind schon wieder voll. Ist eh klar. So, wir müssten wieder mal Zeugs verkaufen. So. Aber das machen wir erst ein bisschen später, weil... Na. Wir gehen wieder, ne? Servus. Wir gehen selbstverständlich wieder in den Dungeon. Ich überlege nur gerade, brauchen wir irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Und. So. Klar, wir brauchen noch einen Nährboden, das schon. Aber ich meine jetzt so zu mitnehmen, ne? Also Tränke, Verzauberungen. Ich glaube, da haben wir alles, ne? Wir sind OP. So. Begrüße. Wir fangen gleich mal hier an. So. Servus.
Da haben wir einen lästigen. Zack. Und zack. Da, 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 da. Und zack. Zu langsam. Du bist zu langsam, Kerl. Was haben wir denn drinnen? Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand. Das brauchen wir nicht. Zerstört den Flucheffekt. Geht kaputt. Okay, da wissen wir schon. Auf jeden Fall das da mit dem da. So, und das nehmen wir schon mal mit. So, fein. Ja, haben wir zuerst da drüben. Da sehe ich auch eine spezielle Truhe. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Gegenstand geht kaputt. Das ist wieder typisch, ne? Das ist, Gegenstand geht kaputt. Also geht einiges kaputt. Okay. Gegenstand wird bei Rückkehr zu dem da. Ich würde sagen, das machen wir mal da oben. Flugeffekt kaputt machen. Ich würde sagen, so. Würde ich mal meinen. So. Dann zuerst hier rauf. Zack. Halt. Dann zack. Super. Was haben wir hier drin? Ich sehe den Nährboden. Hervorragend. Wir können das nach Hause teleportieren. Ja, aber was, ne? Ich würde mal sagen, das hier, weil es 4 Stück von irgendwas sind. Dieser Gegenstand wird bei Rückkehr zu dem Gegenstand. Platzieren wir das mal hier. Ah, da können wir noch was nach Hause bringen. Das ist super. Machen wir auf der Stelle, weil dann ist jetzt unser Nährboden safe. Bei Rückkehr wird der Gegenstand zu dem in angezeigter Richtung. Keine Ahnung. Bei zu vielen Treffern wird das kaputt. Jetzt bin ich echt gespannt. Das möchte ich nicht. Jetzt möchte ich jetzt mal ausprobieren. Ne? Jetzt haben wir hier 2 solche Dinger. Ne? Die würden auf das hier zeigen. Alle beide. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt zum Beispiel so mache, ob dann beide Gegenstände, also es kann nur entweder oder, ne? Zu dem werden. So ein Mischling geht nicht, oder? Das wäre mal was ganz was Neues. Wahrscheinlich Error und man bekommt dann gar nichts. Das kann ich mir gut vorstellen. So, das zu dem. Viel später zum Stacken. Jetzt haben wir langsam voll, ne? Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern. Genauso auch der hier. Na, ich glaube, das muss ich vernünftiger machen. Halt. So. Das müssen wir, glaube ich, vernünftiger machen. Wobei, das mit der Knolle ist auch ein bisschen... Ich würde es fast so machen. Wäre auch zu schade eigentlich. Ich glaube, ich gebe jetzt ein paar Sachen her. Machen wir so. Streng gesehen wären wir jetzt voll und fertig. Aber lass mal noch. Tun wir noch ein bisschen. Ah, da hätten wir was Tolles. Warte mal ganz kurz. Wie mache ich das denn jetzt? Streng gesehen brauchen wir den da nicht. Dann passt es mir jetzt eigentlich sehr gut, wenn wir die Sachen kriegen. Bam, bam. Da haben wir noch was zum Heilen, das brauchen wir eigentlich noch nicht. So.
Zack. Zack. Hui, 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 hui. Zack. Alter. Ich wollte gerade schlagen. So, jetzt aber. Zack, zack. Super. Okay. Die Roten müssten gehen. Jawohl, was haben wir hier noch drin? Wir können was nach Hause schicken. Das freut mich besonders. Das schicken wir mal weg. Bei Rückkehr wird der Gegenstand zerstört. Das ist immer super. Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern. Gegenstand wird zu dem. Ich werde mal die Sachen... Ja. Ich werde mal die Sachen wegtun, die kaputt gehen werden. Um Platz zu sparen. Was kannst du? Zerstört bei Rückkehr Gegenstand in dieser Ich habe mich verdrückt. Zweimal sogar, weil ich es kann. So. Stimmt, und Platz haben wir jetzt wieder keinen. So, jetzt vielleicht besser. Ach komm. Jetzt. Und es geht noch schon wieder nicht, weil dem da. Arrrr. Oh. Keine, ich weiß nicht, was ich hier tue. Für den, schau. Ich muss gestehen, ich bin jetzt wieder die Nintendo, Steuerung gewohnt, weil wir zocken, also mein Freund und ich zocken privat Tales of Vesperia. Ein sehr geiles Spiel. Und ja, jetzt bin ich halt wieder am Umlernen, weil hier zwei Knöpfe vertauscht sind. Da nehme ich der A- und der B-Knopf. Und jetzt will ich immer A drücken, was aber hier B ist. Also sprich, wo man Sachen zurücktut, ne? Also, ja, ihr wisst schon. Kein Aktivierungsknopf, sondern, ja, ich gehe hier mal weg, ne? Bei Rückkehr wird der Gegenstand zerstört. Heimgeschickt. Heimgeschickt ist immer super. Da werden wir gleich den da schicken. Flucheffekt aufgehoben. Würde mich auch sehr freuen. So. Hervorragend. So. Flucheffekt zerstört. Freut mich ebenso sehr. Ich würde sagen... Hui! So vielleicht. Bam, bam. Was haben wir da? Flucheffekt. Und was haben wir hier? Rückkehr kaputt. Flucheffekt. So, dann können wir das auch schon wieder stacken. Was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in angezeigter Richtung. Machen wir mal so. So, ach. Ja, würdest du bitte... Ach, so, genau, das wollte ich haben. So. Fast. Was haben wir hier? Bei Rückkehr wird der Gegenstand zu dem. Ich würde das vielleicht tauschen. Jetzt muss ich kurz glubschen. Da kann man noch was decken. Das sollte ich... Ach, komm. Das sollte ich tauschen. Vielleicht. Jetzt müssen wir wieder für irgendwas Platz haben. Aha, ja, okay. Auf den können wir gleich verzichten. So, Blätter haben wir hier. Ja, dürfte passen. Dam, dam, dam. In den Bossraum zu gehen ist, glaube ich, nicht vernünftig, weil wir eh schon wieder voll sind. Ich glaube, das wäre schon besser, wenn wir jetzt komplett abhauen. Glaube ich schon. Gut. Ja, bitte. Hauen wir ab. Bam, bam. Haben wir einen Haufen Gegner besiegt und einen Haufen Zeugs erbeutet. Und dann können wir jetzt gleich in den Tech-Tanschen nochmal rein. Weil auftragmäßig müssten wir jetzt alles haben.
Was wir tun könnten, noch zum Abschluss des heutigen Partys, weil es mir gerade einfällt, wir könnten ja schon mal wieder anfangen, unseren Laden hier zu befüllen, würde ich sagen. So, dann haben wir morgen quasi weniger Arbeit. Halt, was haben wir hier drin? Ah ja, da geht auch noch was rein. Upsala. Und heimgeschickt haben wir auch noch was. Genau. Unsere Nährboden. So. Alles voll, 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 voll. Da auch alles voll, voll, voll. Und da drüben auch. Tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, die Knolle behalte ich gleich mal. Die ist sicher. Ja, die ist hoch, das passt. Eine Nacht können wir noch gehen, dann brauchen wir Flüssigkeitsgefäß. Okay. Ich fange einfach mal hier an. Das ist eh hoch. Ebenfalls hoch. Wie viele Knollen? Ich will mal eine aufbehalten. Auch hier behalte ich, oder? Ah, das könnte man... Na, da behalte ich nichts auf, weil das können wir für unsere Ramschkiste nehmen. Genauso wie das hier. Das verkaufen wir gut. Das wäre Ramschkiste. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sowieso... Nein, die will ich aufmachen. Genau. Was haben wir denn da? Da können wir nochmal sowas. Einmal die Knolle. Und ich würde sagen auch... Ah, der ist neutral. Der ist der Soldatenpulver. Das nehmen wir nicht mit. Früchtchen. Ja, können wir mitnehmen. Können wir auch mitnehmen. Ramschkiste, die holen wir dann später ab. Das können wir eigentlich auch, weil das ist eh schon wieder hoch. Das haben wir nur letztes Mal nicht angebracht. Auch das würde gehen. Bam, bam, bam. Ah, sind wir eh schon voll. Gut. So. Einmal und zweimal, würde ich sagen. 2000, ich gehe mal auf 2100. So, vielleicht kriegen wir den dritten Preis noch raus. Dann so und so. Machen wir auch mal so. So. Dann haben wir hier. Würde ich sagen, einmal Knolle und einmal Früchtchen. So quasi die Obstabteilung. Ja, da haben wir sowieso alle Preise, das passt. Dann, warte, können wir dasselbe da halten? Ich stecke schon wieder fest. Können wir hier auch dasselbe machen. Machen wir hier Obst und Knolle. Da passt das nach wie vor mit dem Preis, glaube ich. Hier unten können wir quasi Gemischtwaren anbieten, würde ich sagen, sowas wie das und das. Hier eher mehr den Waldbereich und da drüben vielleicht bewusst das hier. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob das 5000 passt. Gut, machen wir 5,2. Hier ist 5000 viel zu billig gewesen, okay. Ich würde sagen 10. So, das hätten wir mal. Dann hätten wir hier noch was. Ich würde sagen, einmal. Hoppala. 2000 ist gut. Ich würde sagen, 2,1. Und auch hier nochmal. So. Ich glaube, so passt das schon mal. Dann hätten wir das schon mal. Hoppala.
Hier können wir theoretisch die Lichtessenz noch reinschmeißen und von mir aus nochmal die Knolle. Ja, ja, ich würde sagen, machen wir so. Dann die Sailkiste, habe ich da schon was mit? Nein. Darf ich das nochmal hier reinschmeißen? So und so. Und hol mir das billige Zeug. Ja, billig. Also hiervon. Das ist mir zu wertvoll, ehrlich gesagt. Das nehmen wir mit. Wir könnten auch mal öfters wieder in den Golem-Dungeon gehen, den mal komplett clearen. Und zwar mit dem Hintergrundgedanken. Waffen bauen. Waffen bauen wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Was ist mit dir? Du bist mir zu wertvoll. Zumindest noch. Gut, da wären wir, glaube ich, fertig. Haben wir hier noch was Billiges? Nicht so wirklich. Haben wir hier noch was Billiges? Ja. Ja. Oh ja. Ich vergesse leider immer, wie viel in diese Sale-Kiste reinpasst. Ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist noch zu wenig, aber es macht nichts. Zack, 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 zack. Aber wir könnten uns echt den Spaß erlauben, einmal den Golem-Dungeon komplett zu clearen und anfangen, Waffen zu bauen. Und die Waffen verkaufen, für die Helden spezifisch. Zwei Waffen haben wir eh schon gefunden. Schauen wir mal, ne? Was würde 4000, wird so ein Drum zum Beispiel kosten? Allein die Sachen müsste man es mindestens mit 5000 verkaufen. Aber warum nicht? Ich meine, für uns wäre das auch fast besser, solche Sachen herzustellen, weil wir dadurch mehr Speed kriegen. Plus 8. Beweglichkeit. Stiefel nochmal plus 4. Dass wir auf solche Sachen versuchen zu schauen. Dafür haben wir weniger Rüstung, sehe ich gerade. Oder passt eigentlich schon, was wir haben, oder? Aber das könnten wir ja zum Spaß wirklich mal machen. Ich meine, der Part heute ist eh zu Ende. Dass wir einfach mal sagen, okay, wir laufen den Golem-Dungeon durch, holen uns die Sachen und stellen uns Waffen für die Helden her. Können wir uns überlegen. Na gut, ihr Lieben. Und Rüstungen halt auch, ne? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.